aber eine einzige Alternative und das ist eine kommunistische Alternative. Und darüber redet man nicht. Wenn man sich empört und gegen dieses System sich stellt, wofür ist man? Darüber muss man reden. Ich kenne einige Leute, die mit dieser Kampagne mitmachen möchten. Ich kenne die persönlich, aber die sagen, bevor die klar machen, wofür die stehen, wohin die hingehen wollen, machen wir nicht mit. Sich empören ist nötig, aber nicht genug. Ich frage hier ganz laut, wenn ihr gegen dieses System seid, wofür seid ihr auch? Das ist unser Schwachpunkt hier, denke ich. Und ich frage, okay, dieses System abschaffen, aber was für ein System wir schaffen? Vorstellung, die du möchtest. Und ich habe auch das Gefühl, dass es dazu vielleicht auch Dissens gibt. Weswegen du jetzt nicht einfach mal feststellen kannst, in deiner kleinen Runde oder in dieser Runde, ja, das ist unser Ziel. Sondern hier gibt es verschiedene Leute mit verschiedenen Vorstellungen. Du hast vorhin gesagt, du kennst nur eine Alternative. Ich schlage eine zweite vor, zum Beispiel Anarchie als ein Modell. Du hast Kommunismus als Modell gepredigt vorhin. Und ich glaube, wir werden immer einen Dissens haben. Deswegen ist es gut, wenn wir uns erstmal austauschen. Dann ist es nicht lustig.